Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Online-Gesprächsreihe Metz oder Con. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Metz oder Con sind regelmäßige Gespräche, regelmäßige Begegnungen mit Künstlern, Wissenschaftlern oder mit Personen, die mit ihren Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur Zukunft unseres Planeten und unserer Gesellschaft leisten. Heute darf ich recht herzlich begrüßen Professor Gilles Reckinger. Guten Abend. Guten Abend. Ich darf ihn kurz vorstellen. Gilles Reckinger, Sie sind 1978 in Luxemburg geboren. Sie sind europäischer Ethnologe, haben in Graz, in Genf, Quebec und in Montreal studiert, also sehr international, so wie das viele Luxemburger tun. Ein sehr kosmopolitisches Volk. Zurzeit sind Sie Rektor des Institut Supérieur de l'Économie in Luxemburg. Zuvor hatten Sie auch 5 Jahre eine Professur in Innsbruck. Und Sie sind auch noch Privatdozent an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Sie leben in Luxemburg und auch in Axams in Tirol. Und die Forschungsinteressen, an denen Sie arbeiten, sind Migration, Prekarisierung, europäisches Grenzregime, globalisierte Arbeitsmärkte, Mittelmeerstudien und auch ethnografische Methoden. Sie haben sich jetzt seit geraumer Zeit, seit etwa 10 Jahren, auch sehr viel mit Italien befasst, vor allem mit Süditalien, und haben 2 Bücher über ihre Forschungsarbeiten dort auch publiziert. Das erste Buch hieß Lampedusa. Ich werde versuchen, das Cover dieses Buches hier einzublenden. Ja, Lampedusa, Begegnungen am Rande Europas, das ist auf Deutsch im Jahr 2013 erschienen, hat dann einen wichtigen Preis auch in Österreich gewonnen, den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch. Die italienische Übersetzung, Lampedusa, Incontri ai confini d'Europa, ist 2017 beim Verlag Mimesis erschienen. Sie haben sich in diesem Buch viel Zeit genommen und die Menschen von Lampedusa haben viel von sich erzählt. Sie haben also dort Kontakt gehabt mit den Einwohnern der Insel Lampedusa, aber auch mit Migranten, die dort gelandet, / gestrandet sind. Können Sie ein bisschen mehr über dieses Buch erzählen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also ich habe die Insel Lampedusa deswegen besucht, weil ich nicht zufrieden war mit den Bildern, die die Medien nach Hause gebracht haben über diese Insel. Es hieß immer die Insel der Bootsflüchtlinge, da kommen so viele Geflüchtete an auf den Prüfstand. Aber man wusste nicht, wie gehen die Leute damit um? Also wie geht es den Migranten und Migrantinnen, den Bootsflüchtlingen, wie geht es den Menschen, die auf der Insel leben, wie geht es auch der Polizei oder den Polizeikräften, die mit diesem Phänomen umzugehen haben. Und deswegen habe ich mich auf diese Reise gemacht. Und Lampedusa hat in unsere Köpfe eingebrannt mit diesen schrecklichen Bildern der Bootsflüchtlinge. Und wenn man dann aber zum Beispiel im Internet recherchiert, auch nach Bildern über die Insel, dann sieht man einerseits diese tragischen Szenen und auf der anderen Seite touristisch sehr schöne, idyllische Bilder einer fast unberührten, sehr kargen Natur. Und man erfährt dann im Laufe der Zeit, auch wenn man dann dorthin geht, dass die Einheimischen eben vor allem vom Tourismus leben und die Insel eigentlich im Winter sehr, sehr, vor allem im Winter sehr arm ist, mit einer Arbeitslosigkeit um die 80%. Und das heißt, die Bevölkerung, die in Lampedusa ist, das habe ich dort erfahren und gelernt, ist eben arm und gleichzeitig aber eben auch, und vielleicht ist das auch der Schlüssel, das zu verstehen, diese Armut
sie sind auch sehr solidarisch mit den Menschen, die auf dieser Insel ankommen, weil sie sagen, jemand, der sich in so ein wackeliges Boot gesetzt hat, der wird wahrlich einen Grund dafür gehabt haben. Ja, und gerade diese Menschen, die dort gelandet sind, gestrandet sind, sie haben dann wissen wollen, wie ihr Weg weitergegangen ist. Und vor allem eben Menschen aus Afrika südlich der Sahara, und haben viele von diesen in Kalabrien, in Rosarno, wiedergefunden, die dort bei der Orangenernte gearbeitet haben. Daraus ist ein langjähriges Forschungsprojekt entstanden, ein ethnografisches Forschungsprojekt unter den Erntearbeitern in Rosarno von 2012 bis 2017. Ungefähr 2 Aufenthalte pro Jahr haben sie dort verbracht. Es sind dann daraus unter anderem entstanden auch eine Fotoreportage, die ausgestellt wurde 2015 im Sala Uno, ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Rom, damals auch mit Unterstützung des österreichischen Kulturforums. Und dann ist vor allem ein Buch daraus entstanden, Bittere Orangen, das ich hier einblende. Man sieht das jetzt in falschen Farben, sehe ich gerade, aber ich werde das Bild dann auch noch anders einblenden, dann sieht man es in den richtigen Farben. Bittere Orangen ist zuerst 2018 auf Deutsch erschienen beim Peter Hammer Verlag und letztes Jahr eben auch auf Italienisch unter dem Titel Arance Amare und Nuovo Volto della Schiavitù in Europa. Da möchte ich gerne auch den Cover einblenden. Hier sehen wir ihn. Ja, das Buch beschreibt eben die Forschungsarbeiten von 2012 bis 2017 mit zahlreichen kleinen Begebenheiten, die sie schildern. Es ist ein sehr interessant und sehr spannend zu lesendes Buch. Und Sie haben, wie gesagt, auch sehr viele Fotos gemacht während diesen Forschungsarbeiten. Ich möchte Ihnen jetzt einige dieser Fotos mit Ihnen gerne besprechen. Wir zeigen die Fotos und ich würde Sie bitten, einfach dazu ein bisschen zu erzählen. Ich möchte vielleicht vorausschicken, die Fotos sind zum Teil von Ihnen, zum Teil auch von Bewohnern der Zeltlager, der Slums in Rosarno. Ich fand sehr spannend, dass Ihre Fotos auch vom Charakter recht unterschiedlich sind zu denen, die afrikanischen Erntearbeiter dort gemacht haben. Während man auf ihren Fotos, wenn ich das sagen darf, sehr oft auch den Schrecken sieht von den Zuständen, die dort herrschen, ist mir aufgefallen, dass bei den Fotos von den afrikanischen Erntearbeitern oft Menschen abgebildet wurden, wo jetzt in dem Bild nicht unbedingt etwas von Schrecken zu merken ist. Das fand ich eine interessante Beobachtung. Vielleicht möchten Sie dazu auch dann noch näher eingehen? Ja, genau. Bitte. Ja, also das ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, weswegen ich überhaupt das so wollte, dass eben die Bewohner und Bewohner ihren Alltag dokumentieren aus ihrer Perspektive, weil es eben nicht darum gehen soll, dass ein privilegierter Weißer Forscher von oben herabschaut und sagt, die Zustände sind schlecht und dann vielleicht so die Menschen noch ein weiteres viktimisiert oder auch vielleicht einen gewissen Voyeurismus bedient, sondern dass sie eben auch selber Raum bekommen, eben intime Momente vielleicht zu zeigen, auch ein Vertrauen abzubilden, das untereinander besteht, die Solidarität, die sie am Leben hält und anderes mehr und natürlich damit auch die Möglichkeit zu schaffen, dass eben die Bilder, die ich gemacht habe, aus meiner Perspektive eben auch nochmal aus einer anderen Perspektive sozusagen befragt werden können. Ja, gut, ich möchte beginnen mit den Bildern. Ja, das ist das erste Bild. Was können Sie uns dazu erzählen? Ja, auf diesem Bild sieht man
die ein paar Arbeiter, die in der Plantage stehen oder am Rande der Plantage, es sind Kisten zu sehen. Und diese Kisten sollen jetzt auf diesen Lastwagen verladen werden. Das ist ein ganz wichtiger Moment, weil es der Zeitpunkt ist, an dem die Arbeitsleistung des jeweiligen Arbeiters gezählt wird. Also die Arbeiter werden meistens inzwischen pro gefüllter Kiste bezahlt, 22 Kilo, fast so eine Kiste, 50 Cent bekommen sie dafür nur. Und es ist dem natürlich wichtig, dass man da dafür sorgt als Arbeiter, dass da nicht falsch gezählt wird. Was man auf diesem Foto jetzt nicht sieht, ist, dass die Arbeiter die unangenehme Nachricht gerade bekommen haben, dass sie nach Hause gehen müssen, weil der Arbeitgeber nicht ausreichend Kisten bereitgestellt hat, sodass sie schon am späten Vormittag ihre Schicht beenden müssen. Ja. Ich gehe sofort zum zweiten Bild. Ja, das ist ein Bild von diesen Zeltlagern. Was war das für eine Situation? Hier sieht man also neben der offiziellen Zeltstadt, das sind dann Zelte, die das Innenministerium geliefert hat, aber meistens dann nicht weiter betreut. Da breiten sie aufgrund der mangelnden Unterkunftsmöglichkeiten dann regelrecht des Slums aus. Die werden aus allen möglichen Materialien, die man hier sehen kann, Holz, Plastik, Kunststoffe, Blechteile und anderes improvisiertes Material. Und man sieht vor allem auch, dass da sehr viel Müll liegt. Es ist so, dass der Müll in diesen Slums nicht abgeholt wird, beziehungsweise nur sehr, sehr, sehr unregelmäßig, sodass es hier ein ganz erhebliches Hygieneproblem gibt. Ja. Noch ein drittes Bild. Was sehen wir hier? Hier sehen wir das Innere einer Hütte. Man sieht da auch diese Holzkonstruktion, an der also diese Plastikplatten befestigt sind. Aber hier, das ist keine Wohnhütte, sondern das ist eine Fleischhauerei. Man sieht ein geschlachtetes Tier von der Decke hängen und hinten Schafe, die dann demnächst geschlachtet werden. Es ist so, dass in diesen Zeltstätten ein Überleben möglich ist, weil eben alle solidarisch zusammenstehen und sich quasi urbane Strukturen mit der Zeit herausgebildet haben. Ja, für viele sind Supermärkte zur Lebensmittelversorgung einfach finanziell unerschwinglich. Und hier hat man dann Leute, die eben ihr Können, was sie eben haben, zur Verfügung stehen. Also die, die kaufen können für dieses Fleisch, das sie hier frisch bekommen können, bezahlen dafür etwas, aber die, die eben vielleicht kein Geld haben, die werden eine andere Dienstleistung erbringen, vielleicht Haare schneiden oder ein Fahrrad reparieren oder ähnliches, sodass das Überleben zumindest möglich ist. Ja, sehr eindrucksvolle Bilder, die wirklich ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild vermitteln. Ich möchte vielleicht noch zwei Bilder noch besprechen. Hier ist das nächste. Ja, also hier sieht man diese offizielle Zeltstadt, die ist inzwischen zuerst in Teilen abgebrannt und später abgerissen worden. Diese Zeltstädte werden regelmäßig abgerissen und dann natürlich löst das den Wohnungsnotstand nicht, sodass dann in der Regel gleiche Zeltstädte ein paar hundert Meter weiter bald wieder aufgebaut werden. Was man hier aber vor allem sieht, ist, dass diese Zelte in sehr schlechtem Zustand sind, dass die Bewohner sie notdürftig eben auch mit weiteren Plastikplanen überdeckt haben, dass sie eben noch halbwegs abdichten gegen die Wetterverhältnisse. Ja, und zuletzt noch ein Bild, das dann doch etwas anders ist im Vergleich zu den bisher gesehenen. Man sieht hier eben eine Person drauf und weniger das Umfeld in diesen Slums. Wer ist das? Wie ist es zu diesem Bild gekommen?
Genau, das ist ein Bild, vielen Dank für diese wichtige Frage, das ist ein Bild, das von einem der Bewohner gemacht worden ist. Ich hatte Digitalkameras zur Verfügung gestellt, beziehungsweise zum Teil haben sie auch, oder inzwischen verwenden sie dafür ihr eigenes Telefon, wenn sie Fotos machen, aber mir ging es eben auch darum, eben jenseits einer Viktimisierung und eines voyeuristischen Blickes auch den Menschen selber die Möglichkeit geben, aus ihrer Perspektive zu berichten und zu dokumentieren. Und man sieht auf den Bildern, die die gemacht haben, eben sehr viel Nähe, sehr viel Intimität, Vertrauen, Vertrautheit auch. Ich habe diesen Menschen persönlich nicht kennengelernt, der hier abgebildet ist, aber es ist ein Bekannter eines der Fotografen. Und ich finde dieses Bild eben sehr eindrücklich, weil es einfach zeigt, wie es den Menschen dort geht. Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch sehr gut, dass sich natürlich in den 5 Jahren, wo Sie dort Ihre Forschungsarbeiten gemacht haben, sich auch viel verändert hat. Gewisse Zeltlager sind verschwunden. Man hat dann auch mit Hilfe der EU begonnen, Wohnungen oder Wohnpaläste sozusagen in Rosarno zu bauen für die Erntearbeiter. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen? Da hat ja vieles dann auch nicht ganz so funktioniert. Genau. Genau, es ist dann mit öffentlichen Geldern, auch mit EU-Geldern übrigens, am Rand oder gar nicht so am Stadtrand von Rosarno Wohnhäuser gebaut worden, die eben dazu da waren, zweckgebunden, dass eben mehrere hundert dieser Erntehelfer dort hätten untergebracht werden können, in so Wohngemeinschaften. Und ich habe diese Baustelle besichtigt, als das noch im Bau war. Das entsprach wirklich gemäßen Baustandards. Da gab es überhaupt nichts auszusetzen. Es ist aber so, dass der Bürgermeister von Rosarno auch mit Rückhalt aus der Bevölkerung und sicher auch anderer Gruppierungen, die in diesem Gebiet tätig sind, eben sich einfach verweigert hat und nach wie vor verweigert, diese Häuser für die Migranten zu öffnen. Mit Argument, dass man öfter in Italien in den letzten Jahren hört, prima di italiani. Wir haben hier auch in der Stadt selber Menschen, die arm sind. Wir wollen doch, dass die dort wohnen. Und das ist erstens nicht vorgesehen und zweitens wäre das auch nicht nötig, weil es gibt viel Wohnungsleerstand in kalabrischen Ortschaften, wie man weiß. Und das Problem der Erntehelfer ist das, dass sie aufgrund des Rassismus in der lokalen Bevölkerung keinen Zugang zu diesen Wohnungen bekommen, sodass diese öffentliche europäische Lösung ganz essentiell wäre. Inzwischen ist es so, man kann das auch in diversen Zeitungsberichten italienischer Zeitungen nachlesen und recherchieren, dass diese Häuser lassen sind, dass es beginnt, drumherum zu verwildern. Also möglicherweise ist da am Ende einfach viel Geld versenkt worden und für die Menschen bessert sich nichts. Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch manche der Erntearbeiter, der Migranten, es sind tatsächlich ausschließlich Männer, wie Sie beschreiben, bleiben lange in Rosarno. Andere pendeln auch von Arbeitsmöglichkeit zu Arbeitsmöglichkeit. Neben Rosarno sind auch die Tomatenernte in Foggia, in Apulien, aber auch die Erdbeerernte in Kampanien, solche Hotspots, sage ich mal, wo es halt dann Möglichkeiten gibt, ein karges, aber doch ein bisschen Geld zu verdienen. Was ist tatsächlich der Hauptimpuls, der die Leute dazu treibt, gerade nach Rosarno zu kommen? Also es ist so, dass das italienische Aufnahmesystem die Menschen ja an bestimmten Orten zusammenführt und viele dieser Identifizierungs- und Abschiebezentren, die ändern immer auch wieder ihren Namen und ihre juristische Form, aber viele dieser Zentren befinden sich eben in der Nähe von Arbeitsmärkten. Und tatsächlich die Lage, in denen die Männer untergebracht sind, sind überwiegend in Süditalien, dort, wo in der Landwirtschaft viel manuell benötigt wird. Familien und Frauen finden sich eher in Großstädten
wieder, wo sie in der Haushaltspflege der Illegalisierten oder auch in Zwangsprostitution sich früher oder später wiederfinden. Also aus diesem Grund hat man hier viele Männer in diesen Gebieten, denn natürlich Italien ist groß, Italien zu verlassen, wenn man ganz im Süden ist, ist sehr, sehr schwer, vor allem die Nachbarländer, auch Österreich, sehr streng die Grenzen kontrollieren, beziehungsweise eben oft Racial Profiling vornehmen, also Grenzkontrollen aufgrund von rassistischen Zuschreibungen machen. Wenn jemand schwarz ist, wird er kontrolliert, als wenn jemand eben eine helle Haut hat, sodass die Menschen das schlecht verlassen können. Das andere ist, dass das während des Verfahrens in Italien, während dieses Verfahren dauert, die Menschen in der Regel keine Unterstützung bekommen und also arbeiten müssen, um zu überleben. Und da ist dann so ein informeller Arbeitsmarkt, wie er sich eben in den Unterschieden, Sie haben sie genannt, es gibt noch mehr davon in Italien, Landwirtschaftszonen bietet eben das beste Mittel, das zu überleben. Und das andere ist, dass das eben auch viele Menschen, das war auch schon vor der Pandemie so, aufgrund ihrer Hautfarbe sich ganz schwer tun, auch wenn sie legal Zugang zum Arbeitsmarkt hätten, eine Arbeit zu bekommen, wenn sie eine schwarze Haut haben. So dass unabhängig des Aufenthaltsstatus viele Menschen aus Subsahara-Ländern keine andere Wahl bleibt, als sich in solchen Arbeitsverhältnissen zu verdingen. Und ich habe jetzt ganz aktuell gelesen, dass das Phänomen auch noch zunimmt, dass man inzwischen viele Menschen hat, die eben gar nicht unbedingt über das Meer nach Italien gekommen sind, die auf diesen Arbeitsmärkten sind, sondern dass es Leute sind, die zum Teil über viele Jahre, Jahrzehnte in Norditalien auch gearbeitet haben und die jetzt in der Pandemie, der wirtschaftlichen Lage und, wie gesagt, auch des kontinuierlich steigenden Rassismus auch im Norden ihre Arbeit verlieren. Und dann, weil Sie das gerade gefragt haben, was bewegt die Leute dazu, dahin zu kommen, dann ist eben Rosarno sozusagen der Point of No Return, der letzte Ausweg, weil Rosarno gibt es zumindest eines und das ist kostenlose Wohnmöglichkeit. Also in diesen Slums muss man nicht auch noch bringen. Sie haben gesagt, den Point of No Return, das betrifft ja, so schreiben Sie, durchaus auch Menschen, die eigentlich sogar gerne zurück würden in ihre Herkunftsländer in Afrika und zum Teil nicht können. Was hat es damit auf sich? Ja, also für viele Menschen, die keine regulären haben, ist es sowieso nicht möglich, in ihre Heimatländer zurückzukommen. Es ist aber auch so, dass Italien keine Möglichkeiten bietet, auch wenn Leute zum Beispiel dieses berüchtigte Folio di Via in die Hand bekommen oder den Ausweisbescheid, dass das nach dem Verfahren negativ ausgeht. Man sagt, wir wollen dich hier nicht haben, bitte verschwinde. Auch dann gibt es offiziell sozusagen keine Unterstützung, das Land wieder zu verlassen. Dass die Menschen, die das Folio di Via haben, sind die, die die schlechtesten Karten haben. Das sind Leute, die offiziell nicht mehr existieren. Ja, die müssen nach 2 Wochen Italien verlassen haben. Das schaffen sie in den allerwenigsten Fällen. Und selbstverständlich weiß die Regierung das auch. Und diese Menschen werden dann von öffentlicher Seite analysiert. Das heißt, sie können keinerlei Rechte mehr einklagen. Denn das Hauptproblem, das die Erntearbeiter von Rosarno haben, ist, dass sie entrechtet sind und dass sie eben auch nicht die Möglichkeit haben, Bürgerrechte, wie wir sie hätten, wir Staatsbürger sind oder EU-Bürger sind und Bürgerinnen geltend machen können, die können sie eben nicht geltend machen. Und das heißt, sie werden zu 100% ausbeutbar, so wie früher die Vogelfreien, die einfach um ihr Leben kämpfen müssen und die keinen Schutz finden können. Ja, Sie haben auch nach Abschluss Ihrer Forschungsarbeiten in Kalabrien 2017, hat Sie das Thema irgendwie nicht losgelassen. Sie haben nach wie vor Kontakt zu Menschen, die Sie dort kennengelernt haben. Und zurzeit arbeiten Sie an einem langzeitlich angelegten Projekt, das die Wege der Menschen nachzeichnet, die aus Rosarno wegzukommen versuchen. Sie haben ja zum Teil jetzt schon kurz das angeschnitten. Welche Fragen stellen Sie da konkret in diesem Projekt und was wird langfristig aus diesen Menschen? Und vor allem eine wichtige Frage, welche Auswirkungen hat die Covid-Pandemie sowohl auf den Lebensweg dieser Menschen als auch auf Ihre Forschungsarbeit?
Ja. Also das Projekt ist langzeitlich angelegt, weil eben genau das, was ich gerade angesprochen habe, diese Illegalisierung, die Menschen bleiben in Europa, ob Europa das will oder nicht, beziehungsweise mit der Politik, wie wir sie in den letzten Jahren bei weitem nicht nur in Italien betrieben haben, bleiben die Leute hier und sie bleiben in prekären Verhältnissen. Das heißt, sie sind schlecht bezahlt, sie leben unter desolaten Lebensbedingungen, sie haben kaum Zugang zur Gesundheitsversorgung, sie machen eine schwere Arbeit. Effekten, die das hat. Ja? Wir haben in Österreich beispielsweise, gab es früher die sogenannte Hacklerregelung, dass man gesagt hat, jemand, der früh in den Arbeitsmarkt eintritt und eine harte körperliche Arbeit macht, der darf früher in Pension gehen. Das kann nicht von ungefähr, sondern man wusste, die Erfahrung zeigte, Leute, die so arbeiten, bekommen gesundheitliche Probleme. Und das ist natürlich hier eine Bevölkerungsgruppe, die wir jetzt hier in Europa uns schaffen, diese an den Rand gedrängten Menschen in großer Zahl, die hier alt werden. Und dann wird sich uns die Frage stellen, wie gehen die Sozialsysteme damit denn um? Aus dem Grund ist dieses Projekt langzeitig angelegt, vor allem auch, weil natürlich nicht akzeptieren wollte, dass die Leute gesagt haben, Rosano ist der Point of No Return. Wenn du hier bist, dann bist du ganz unten. Hier gibt es nur noch den Tod, der dich erwartet als nächstes. Selbstverständlich ist da was dran, aber genauso klar ist, dass alle versuchen, wie es nur irgendwie geht, die Hölle von Rosano auch zu verlassen. Und das gelingt zum temporär, Sie haben es vorhin angesprochen, indem man eben zu anderen Arbeitsfeldern migriert und dann wieder zurückkommt oder auch nicht zurückkommt, sondern dort verbleibt. Zum Teil ist es aber eben auch so, dass die Leute ins Ausland gehen, jene, die Papiere haben, aber zum Teil auch jene, die eigentlich eben illegalisiert sind oder nur in Italien sein sollten und dort versuchen, ein besseres Auskommen zu erreichen. Ich finde das deswegen wichtig, weil was man sieht, ist, dass diese Menschen, die an den Rand gedrängt sind, also die aus der öffentlichen Aufmerksamkeit Europas verbannt sind, dass die aber doch sehr zentrale Aufgaben übernehmen, und zwar in allen Ländern und in allen Sektoren, in denen sie arbeiten, und dementsprechend also versuchen nachzuzeichnen. Das führt mich durch ganz Europa mehr oder weniger, Schweden, Deutschland, Holland, viel Malta, aber auch natürlich viel in Süditalien. In Sizilien beispielsweise gibt es inzwischen ein neues Phänomen, dass nämlich zahlreiche dieser Bauern, dieser ehemaligen Erntearbeiter auf Bauernhöfen arbeiten, die zuvor waren, und die Erben und Erbinnen dieser Bauernhöfe jetzt sozusagen sich damit ein ganz komfortables Einkommen schaffen, auf dem Buckel sozusagen dieser Menschen. Ja, im Vorgespräch haben Sie auch noch von einem anderen Projekt erzählt, an dem Sie derzeit arbeiten, und zwar ein interaktives Ausstellungs- und Theaterprojekt zum Thema Fluchtmigration. Können Sie kurz darüber auch ein bisschen erzählen? Ja, da geht es darum, dass ich mit Kollegen aus dem Togo versuche, eben einerseits diese Ausstellung, die es ja schon gibt und die sich in den letzten Jahren viel weiterentwickelt hat, weil eben dieses partizipative Moment immer stärker geworden ist und eben auch die Orte sich worden sind, als in Rosano. Diese Ausstellung möchten wir dort einerseits zeigen, aber eben nicht sozusagen um von oben herab, so quasi als verlängerter Arm des europäischen Grenzregimes zu den Leuten zu sagen, schaut, so kann es in Europa aussehen, bitte kommt nicht, sondern um ein Gespräch anzustoßen mit den Menschen und mit Kooperation mit Künstlern und Künstlerinnen, Theatermacher, Theatermacherinnen, versuchen, dieses Stück, also diese Erzählung dieser ethnografischen Forschung und auch dieser einzelnen Etappen der Reise durch die Wüste, durch das Mittelmeer und dann durch Europa eben breit, das ist ja eine sehr oral orientierte Kultur, und dort zu versuchen, quasi eben die Menschen ins Gespräch und in einen Dialog miteinander und natürlich auch mit uns Forscherinnen zu bringen. Ja, ein sehr spannendes Projekt. Ich hoffe, dass wir bald darüber auch mehr hören können.
Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für das Gespräch. Im Anschluss werden wir ein kurzes Kapitel aus dem Buch Bittere Orangen aus der italienischen Übersetzung lesen lassen. Meine Kollegin Ada Valorani wird 2 bis 3 Seiten aus dem Buch vorlesen. Das Kapitel heißt: Ich habe schon so viele Jahre meines Lebens verloren. Zuvor möchte ich mich aber, wie gesagt, bei Ihnen noch einmal herzlich bedanken und verabschieden. Vielen Dank für die Mitwirkung. Und Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zuletzt noch ein Hinweis auf die nächste Folge von Metz Order Con. Die ist diesmal nicht erst in 2 Wochen, am 26. April. Und zwar wird unser Gast sein Alfred Seiland, ein Fotograf, der derzeit eine große Ausstellung in Brescia ist seinen Arbeiten gewidmet, und zwar seiner Arbeit Imperium Romanum, wo er in etwa 40 Ländern rund um das Mittelmeer Fotos gemacht hat, Länder, die eben früher zum Imperium Romanum gehört haben. Am 26. April ab 18 Uhr. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich habe zu danken. Dankeschön. In un caldo giorno di luglio io e la mia collega arriviamo a Rosarno. La differenza più evidente rispetto all'inverno è che le erbacce che in inverno sono verdi adesso sono bruciate dal sole e di colore marrone. Oltre al calore c'è la polvere. Vedo alcuni africani che girano in centro su biciclette sgangherate o a piedi. Si muovono lentamente sotto il caldo implacabile. Andiamo alla tendopoli grande. Arrivati lì, siamo costernati nell'accorgerci che le tende e l'insediamento di baracche retrostanti sono stati abbattuti. I resti delle tende si trovano ai margini del piazzale, sparsi per più di 100 metri tra altri rifiuti. Lattine vuote, taniche d'acqua, parti di biciclette, vestiti, scarpe, pelli di animali macellati, teloni di plastica e scatole di cartone delle capanne del campo improvvisato. Le tende del Ministero dell'Interno sono state utilizzate solo per 1 anno e mezzo ed erano ancora in buone condizioni. Invece di smontarle, sono state strappate con noncuranza e gettate via in modo tale da non poter più essere utilizzate. Ora stanno lì e rovinano l'ambiente che è già disperatamente inquinato e deprimente. Calpestiamo i mucchi di spazzatura e ci guardiamo intorno. Le lucertole hanno già conquistato la zona. C'è un cane che sta vagando. Al caldo si aggiunge un tanfo di spazzatura in decomposizione. Qualche mese fa sono stato qui e c'era una città di 2000 persone. Non ne è rimasto nulla, come se si fosse estinta. Sembra un paesaggio alla fine di una guerra. Nel caldo soffocante un uomo è steso su un materasso all'ombra di un ulivo, proprio di fronte alla tendopoli demolita. La sagoma si confonde tra la spazzatura e il vuoto della città perduta, come se fosse l'unico sopravvissuto di una catastrofe. Sdraiato ci saluta impotente. Camminiamo lentamente verso di lui. «Qui non c'è più niente», dice da lontano. Gabriele ha 32 anni e viene dalla Nigeria. È in Italia da 8 anni. Indossa solo dei pantaloni lunghi neri. Ha un torace muscoloso, ma il suo sguardo è spento. Non ha lavoro. Non ha niente da mangiare. Ci racconta di come circa un mese fa sia tornato a casa la sera e ha potuto solo constatare che le tende erano state abbattute durante il giorno. Il comune lo aveva annunciato ai residenti, ma non aveva comunicato la data precisa. I suoi pochi averi sono andati perduti. La cosa più preziosa era un altro paio di pantaloni. Se trovassi lavoro ora, non potrei lavare i pantaloni, perché non ne ho altri di ricambio.
È ovvio che Gabriele ha bisogno di aiuto psichiatrico. Ha un atteggiamento letargico e da persona priva di contatti umani. Ogni giorno viene qui a riposare su questo materasso. Lo spinge nel corso della giornata intorno all'ulivo alla ricerca dell'ombra. Nella vasta zona industriale, in un triangolo tra i comuni di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, è stata costruita a soli 200 metri di distanza dalla vecchia una nuova città di tende nello stesso stile, quasi identica a quella che è stata demolita. In questa zona ci sono diversi grandi magazzini, fabbriche e impianti di lavorazione degli agrumi. Molti di questi edifici sono da tempo vacanti o non sono mai stati messi in funzione a causa di cattiva gestione, attività di riciclaggio di denaro o espropriazione ai sensi della legislazione antimafia. Anche se gli edifici potrebbero offrire protezione dalla pioggia, dal freddo e dal caldo, rimangono chiusi ai migranti come luoghi in cui vivere. Siccome il capo della ONG, a cui era stata affidata l'amministrazione della prima tendopoli e del villaggio container, aveva chiesto illegalmente un prezzo d'affitto ai residenti ed era stato per questo motivo arrestato, la tendopoli è stata abbandonata a se stessa fin dall'inizio. Anche Gabriele vive nella nuova tendopoli, ma evita gli altri uomini. Ora, in estate, quando c'è abbastanza spazio, ha deciso di dormire da solo in una tenda. Dice che vuole evitare i problemi. Ci sono spesso discussioni perché molte persone bevono alcolici. Gabriele ricorda esattamente i numeri importanti per la sua vita dal giorno della partenza. La durata e il costo del viaggio in Libia. La data e la durata della traversata verso Lampedusa. Il numero di passeggeri sul barcone. Il tempo trascorso nel campo profughi. Descrive la sua permanenza in Italia come la storia di un fallimento. Nei primi anni a volte riusciva a mandare un po' di soldi a casa, ma questo non accade più da tanto. Nel frattempo non è più possibile ottenere un contratto di lavoro. Nella migliore delle ipotesi riesce a trovare del lavoro nero. Oltre alla nostalgia per i suoi tre figli, la moglie e i genitori, si vergogna di non aver raggiunto nulla e di non essere in grado di mantenere la sua famiglia. Ma Gabriele vive in una situazione di conflitto. Da un lato ci parla a lungo del fatto che nessuno in Nigeria capirebbe e lo accetterebbe se tornasse a casa a mani vuote. Tutti credono che gli europei siano ricchi e quando lui spiega loro al telefono che è un senza tetto e sta morendo di fame, non gli credono. Lo accusano di volersi tenere i soldi per sé. Dall'altro dice che la sua nostalgia di casa è così grande che vuole tornare a casa dopo Natale, dopo aver fatto soldi qui. Voglio rivedere mia madre, mio padre. Qui non ho alcuna possibilità. Ho perso tanti anni della mia vita. Gli chiedo se è capace di organizzare il viaggio. Dice che bisogna andare a Roma all'ambasciata nigeriana. Le persone che l'hanno fatto sono state allontanate perché l'ambasciata non ha sostenuto finanziariamente nessuno per tornare in Nigeria. Così la sua mente vaga tra passato, mancanza di prospettive, sogni e ambivalenze, tra una biografia costruita sulla base di dati e una completa destrutturazione. Eppure è consapevole che è la sua situazione di vita che lo paralizza quando dice «Sto impazzendo, sono seduto qui e non posso farci niente. Ma Dio mi ha dato due braccia forti e delle buone gambe. Voglio lavorare con il mio corpo, perché è questo quello che so fare». Quando è il momento di raccogliere le arance, mi fa piacere che si venga pagati a cassetta. Poiché sono molto forte, posso riempire fino a 50 cassette, più di tutti gli altri. In questo modo riesco a guadagnare 50 euro in un giorno. Ma non c'è lavoro tutto l'anno. Che ne è stato di me? Niente. Ho 32 anni e non ho altro che i vestiti che indosso. Non posso restare in Italia. L'Italia mi è costata già troppi anni.
Il giorno dopo andiamo di nuovo in visita da lui. Si siede sul materasso e sfoglia un grosso catalogo di materiale audio professionale che ha trovato nella spazzatura. Tante cose da comprare. È solo per passare il tempo. La prossima volta che ci andiamo, gli porteremo una rivista.